Wunderschönen guten Tag, ich grüße euch. Ich bin hier in Cuenca. Man nennt es das Florenz von Ecuador. Es ist eine wunderschöne Stadt mit toller Architektur, wirklich Sehenswürdigkeiten und ein Lebensgefühl, welches man, wie kann man das beschreiben, frei ist. Die Menschen leben ihre Kultur hier, leben ihre hervorragende Stadt und strahlen das aus, wie als wenn man in Italien wäre und würde sich frei fühlen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Wer einmal in Ecuador ist, sollte nach Cuenca fahren. Meine Reise hier durch Südamerika, also durch Ecuador, hat einen bestimmten Grund. Und zwar geht es um Erdung. Also Erdung im Sinne von auf den Boden der Tatsachen kommen. Was sind die Tatsachen? Wo laufen Tatsachen hin? Was ist für einen selbst eine Tatsache? Und das sollte mal jeder für sich selber mal machen. Und hier in dieser Stadt ist es so, oder in Ecuador ist es so, dass man, wie kann man das nennen? Man arbeitet und lebt und kämpft um den Alltag. Manchmal geht es um $1. Manchmal habe ich den Eindruck, um sehr viele Dollars, die sonst irgendwohin verschwinden. Man weiß es nicht, wo die Quellen sind. Auf jeden Fall ist es ein sehr reiches Land. Reiches Land im Sinne von Früchten, Obst, Anbau, Lebenskultur. In Ecuador muss niemand hungern. Das Leben ist natürlich ein ganz anderes als in Europa. Und das möchte ich auch mal mit diesen Videos, die ich hier mache, zeigen. Auch zeige ich Videos von den Straßen, wie auf den Straßen gelebt wird, wie einfach auch im Park gesessen wird, den Alltag laufen lassen oder einfach die Kultur, die unterschiedlichen Menschen. Zum Beispiel hier sieht man noch Schuhputzer, was bei uns eigentlich unvorstellbar und ein niedriger Beruf ist. Das ist ihr Lebensalltag und hier wird Geld mitverdient. Dann ist es so, dass gleichzeitig man, also so ein Wechsel hier, so ein Reichtum an Varianten, es ist unvorstellbar. Und da kommt immer auch die Frage auf, was liebe ich eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich in meinem Leben? Was mache ich in meinem Leben? Was kann ich mit meinem Leben anfangen? Und das sind wichtige Fragen, die hier zum Beispiel auch, wo man Antwort drauf findet, ganz deutlich. Man findet die Antwort in sich selbst, für sich selbst, weil hier ist kaum Reglementierung. Jeder sieht zu, dass er sein Schäfchen ins Trockene bekommt. Jeder sieht zu, dass er irgendwie klarkommt. Und jeder sieht zu, dass er für seine Familie und für sich sorgt. Und das in dieser Reihenfolge. Und man hört ja auch, gracias, hallo. Und die Leute sind hier so freundlich und so nett. Sie beteiligen sich ja auch hier an dem Video und winken mir zu und machen und tun. Ist doch spannend. Das sollte man sich auch mal überlegen, was hier gibt. Ich bin hier mitten im Zentrum. Oh, bin ich gerade aus dem Bild gewandert. Das macht nichts. Eigentlich brauche ich auch gar nicht so viel erzählen. Macht euch selber ein Bild, schaut mal, was hier so abgeht. Und es ist wirklich schön. Und jetzt möchte ich noch etwas zu den Menschen sagen hier. Die Menschen sind sehr freundlich, sind sehr liebevoll. Sie gehen sehr liebevoll mit um, auch wenn es im Leben auch etwas härter zugeht. Es ist nicht böse gemeint. Man sorgt einfach für sich und es ist eine junge Bevölkerung. Ich sehe hier sehr junge Familien. Ich schätze sie so auf 18, 20, 22, 23 junge Frauen. Haben schon ein, zwei Kinder. Und kümmern sich da liebevoll drum. Und wenn die Kinder älter sind, man sieht wirklich, wie die Menschen das auch über die Zeit bringen und liebevoll miteinander umgehen, bis ins hohe Alter. Ich sehe hier, es ist hier keine Seltenheit,
junge Menschen beim Küssen zu sehen. Ebenso sehe ich ältere Menschen. Jetzt wird es gerade ein bisschen lauter, weil hier einer ein dickes Motorrad hat. Aber so ist das hier. Man wird unterbrochen und so läuft das Leben hier. Da ist nichts geplant. Auf jeden Fall ist es so, dass auch ältere Menschen sehr miteinander verbunden sind und Hand in Hand spazieren gehen. Also es ist absolut keine Seltenheit. Und das würde ich mir eigentlich für Deutschland und für alles wünschen. Und die Jugend fährt ihr Skateboard durch die Stadt. Wunderbar. Und es ist einfach ein Traum. Es ist wunderschön, hier zu sein. Ich bin dankbar, hier zu sein. Und freue mich auf weitere Videos. Bitte schaut euch mal ein paar Bilder an. Guckt euch mal an. Und ja, wie gesagt, also es ist für mich eine Pilgerreise. Es ist die Pilgerreise zu mir. Und wo ich weiß, als Astrologe, dass diese Zeit mich sehr prägen wird. Was dabei rauskommt, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es getan wird. Und dafür sage ich danke jetzt fürs Zuschauen. Bis später mal. Tschüss.